Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist es einerlei, liebe Schwestern und Brüder, keinen Hirten oder einen schlechten Hirten zu haben? Niemals ganz. Aber man mag auch noch einmal unterscheiden, wie, in welcher Weise der Hirte schlecht ist. Alle Lesungen an diesem Sonntag sprechen davon, der Epheserbrief freilich indirekt. Was gleich ist, egal ob es keinen Hirten gibt oder einen schlechten, die Schafe seiner Weide, so sagt es der Herr, werden zerstreut, im Bild gesprochen. Hier und da und an so vielen Orten findet man, wenn man sucht, die, die sagen, wir gehören zu ihm, wir gehören zu seinem Volk. Doch untereinander sind ihre Bande zerrissen. Sie leben nicht mehr als ein Volk, und so werden sie auch als sein Volk schlechter erkennbar. Sie haben keinen Schutz mehr, können nicht in Sicherheit wohnen. Der Frieden im Innern der zerstreuten Herde und auch der Friede von außen entfliehen. Gewiss, die zu seinem Volk gehören, können sich auch aus eigenem Mutwillen zerstreuen. Vielleicht inspiriert durch die falschen Propheten, über die Jeremia ein paar Verse später Gottes Wort ruft: Sie betören euch nur, sie verkünden Visionen, die aus dem eigenen Herzen stammen, nicht aus dem Mund des Herrn. Immerzu sagen sie denen, die das Wort des Herrn verachten, das Heil ist euch sicher. Dann ist der schlechte Hirt nicht nur der, der ganz bewusst das Volk versprengt, sondern auch der, der sich nicht kümmert, der sich nicht bemüht, der sich nicht bemüht um sein Volk in der Zerstreuung, das nicht mehr zu unterscheiden vermag zwischen den wahren Propheten und den Lügenpropheten. Es ist der, der sich kümmert um sein Volk, der sich müht, das Auseinanderfallen, den Verlust der Einheit, den Verlust des Wir zu verhindern oder wieder rückgängig zu machen. Wer noch um die Kostbarkeit eines wirklichen Wir weiß, was immer fragil ist, sofern er es einmal kennengelernt hat, wird mit Sorge sehen, die Feindschaften und Kriege, die zwischen den Völkern unentwegt jetzt schon Jahre toben. Aber auch die Mauern der Feindschaft, die in den Völkern selbst sich aufgebaut haben oder aufgebaut werden und aufgebaut wurden. Und niemand, der mit der gebotenen Nüchternheit auf die Dinge schaut, wird denken, dass durch Events, so wichtig sie zur Selbstvergewisserung und Stärkung sein können und sein sollen, ein wirkliches, umfassendes, verwurzeltes Wir begründet. Und auch in der Kirche, wie sie ist, spüren wir, dass wir manchmal schon Mauern zwischen uns haben. Und wenn von möglichen Spaltungen gesprochen wird, dann ist es leichtfertig, Gefahren der Zerstreuung zu bagatellisieren, wie der heilige Kirchenvater und Kirchenlehrer Hieronymus zu dieser Textstelle sagt: die zerreißen und die zerstreuen, die Spaltungen begünstigen. Was ist zu tun? Gegen das Zerstreuen, das Versprengen, das Zugrunde richten, steht das Sammeln Gottes. Nicht das Sammeln von diesem oder jener, die um sich und bei sich sammeln, mit Blick auf die
erst im Laufe der Zeit deutlich wird, ob für sie das Drohwort des Herrn durch Jeremia über den König Joachim, einen schlechten Hirten, ergeht. Dein Auge und dein Herz sind nur auf deinen Vorteil gerichtet. Ein Eselsbegräbnis wird er bekommen. Ich selbst sammle den Rest meiner Schafe. So spricht der Herr. Und was das bedeutet, führt uns Jesus, der Menschgewordene, im heutigen Evangelium vor Augen. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm. Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Das ist ein erstes, eine gute Sammlung. In ein Wir zurück gibt es, wenn ich mich als Christ immer wieder bei ihm einfinde. Das werde ich tun, wenn in mir lebendig ist das Wissen darum, dass er mir einen Auftrag gegeben hat, dass er mir gesagt hat, was ich tun soll, tun und lehren soll. Beides. Eben wie er, tun und lehren. Wo wir verstehen, so verschieden wir sind, oft grundverschieden, von dem einen losgeschickt zu werden, dass wir von dem einen losgeschickt wurden und dass es darum geht, zuerst wieder bei ihm zu sein. Wo wir verstehen, dass die Sammlung in das Wir nicht gelingt, wo wir uns zu sehr darauf beschränken, vor dem anderen zu erzählen, was wir getan und gelehrt haben, wo wir über den anderen siegen wollen, zeigen wollen, dass uns die Zukunft gehört. Es kommt darauf an, dass ich ihm hinhalte, was ich getan und gelehrt habe, um mir von ihm sagen zu lassen, ob es passt zu dem, was er tut und lehrt. Der Herr, dem die Zukunft gehört, ist sehr geduldig. Er hört jeden an, jeden von denen, die er losgeschickt hat. Er hat für jeden von ihnen Zeit und lässt jeden ausreden. Und er will auch, dass die Seinen ein wenig ausruhen. Denn sammeln kann nur der, der auch Kraft hat zum Sammeln. Und dann das Zweite. Wer sammeln will, kann nicht damit rechnen, dass er sich schonen kann. Die für uns und wie wir als Christen glauben, für die Welt grundlegende Sammlung ist dadurch geschehen, dass er, der Menschgewordene, die Verfeindeten versöhnt hat, dass er die Mauer der Feindschaft in seinem Fleisch niedergerissen hat, am Kreuz, durch das Blut. Dass vor ihm nicht so viel, das ist ihm nicht so viel. Das, was er da getan hat, war ihm nicht so viel und ist ihm nicht so viel. Denn er ist eben der gute Hirt, der sein Leben gibt für die Schafe. Aber schon auf dem Weg. Eigentlich wollte er mit den Aposteln einen Ruheort finden. Doch die Leute laufen zusammen voraus und sind vor ihm dort. Sie laufen zusammen, aber sie sind nicht zusammen. Sie scheinen ein Wir zu sein und sind doch kein Wir. Sie suchen etwas, das bringt sie in Bewegung. Das Einzige, das sie eint, ist eben die Suche nach dem, was sie nicht haben, was sie auch einander nicht geben können, von dem sie aber ahnen, dass er es geben kann. Aber was es ist, es sind viele. Und als Jesus sie sieht, diese
entsammelte Vielheit hatte er Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. Wer sammeln würde, liebe Schwestern und Brüder, das ist der zweite Punkt, muss zum Mitleid fähig sein, zum Mitfühlen, zur Sympathie. Mitfühlen, sich im Innersten anrühren, ja erschüttern lassen. Das ist weit mehr als Taktik, als politisches Kalkül. Erklärte Betroffenheiten gibt es genug, und von Taktiken bekommen wir genug mit in der Welt und auch in der Kirche, überall und auch bei uns selbst. Doch dadurch geschieht noch kein Sammeln. Kein Sammeln, das ein Fundament hat. Sammeln geschieht, wo ich von ihm ausgehe, bei ihm bleibe, immer wieder zu ihm gehe, mein Tun und Lassen von seinem Tun und Lassen her, mein Tun und Lehren von seinem Tun und Lehren her absichtslos beurteilte. Er lehrte sie lange, ist da übersetzt am Ende. Aber eigentlich heißt es, er lehrte sie vieles. Wenn es auch als Deutung übertrieben scheinen mag, finde ich darin doch die vielen wieder, die dort zusammenkommen. Wer sammeln will, muss die vielen als Einzelne in den Blick nehmen, muss sich Zeit nehmen, für jeden das Wort zu finden, so anstrengend es ist, darf sich dabei nicht schonen, auch wenn es einfacher wäre zu sagen, es ist doch alles gleich. Wirkliches Sammeln in der Welt und für die Welt, in der Kirche und für die Kirche, gibt es nur, wo die Wahrheit ist und wo das Mitfühlen ist, wo das bei ihm sich einfinden und das von ihm wieder aufbrechen ist. Bitten wir den Herrn angesichts der Spannungen und Spaltungen unserer Zeit und auch vielleicht dort, wo wir konkret sind, den Herrn um diese Gnade, dass wir von ihm ausgehend, gestärkt durch sein Sich-Kümmern, die Kraft finden, uns ehrlich mit aufrichtigem Herzen um die vielen in ihrer Verschiedenheit zu kümmern, in Liebe und Wahrheit. Amen.